Winky Stinky. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Plays Secret of Mana. Ich bin immer noch voll auf Secret of Mana. Final Fantasy 2 in der deutschen Übersetzung von den Star Trans. Und jetzt gehen wir hier in das Dorf, bevor wir sterben. Ja. So, das ist immer sehr gut. Schöne Metal-Bar. Auf der anderen Seite müssen wir ja auch ein paar auf die Fresse kriegen, sonst tun uns unsere Status auch nicht wirklich erhöhen. Dies ist Gatea. Finn ist jenseits des See. Des See. Der See des Sees. Der, die, das See. Der, die, das. Wer, wie, was? Der, die, das See. Oh, 12 Güte ist ja voll teuer, ey. Hallo, rastet und erholt eure LPMP. Ja. Gute Nacht, träumt gut. Träumt süß. Ja. Sweet Dreams. Sweet Dreams are made of this. Final Fantasy. So. Mhm. Oh, hier gibt's Teekannen zu kaufen. Hallo, gib mir eine Teekanne. Was wünscht ihr? Heil. Was, Tee? Ja, das war von. Das Symbol für den Laden ist eine Teekanne. Ja. Ich dachte auch gleich, wo es lang geht. Ja, das ist ja nicht schlimm. Hey, der hat von mir. Finns Schloss wurde von Pfarrer Mac eingenommen. Die Stadt ist voller Soldaten. Gib acht. Das gehört. Die unendliche Final Fantasy Geschichte. Am Rande von Finn ist ein Gasthof, in dem ein verletzter Soldat vor Paramec versteckt wird. Am Rande von Finn, was ist Finn? Finn ist eine Stadt. Tatsächlich. So, guten Tag. Hier ist nichts. Da auch nicht. Finn ist eine Stadt. Den Kopf ansprechen? Nein, auch nicht. Ja, warum ist hier so eine riesengroße Halle, in der ich nichts machen kann, ey? Eine riesengroße Halle? Es lädt, es lädt, es lädt. Ich werde doch mal hier die Speicherfunktion mal benutzen. Speich nur auf der Landkarte. Wieso kann ich nur auf der Landkarte speichern? Das ist ja voll dumm. Ja, da, in der. Das ist ja das Krasse. In der GBA-Version kannst du überall speichern. Voll komisch. So, hallo, was können wir hier kaufen? Kleider, Leder. Nö, brauche ich nicht. Tschüss. Das versteht auch kein Mensch. Tschüssikowski, bon voyage. Bon voyage. Altea und Gatea wurden bisher verschont. Aber wenn der Zerstörer vollende wird, was dann? Vollende wird? Der Text ein wenig zu lang für die Box. Wenn der Zerstörer. Schön aufnehmen. Wenn der Zerstörer vollende wird. Wenn der Zerstörer vollende? Mann. Hm. Es lädt hier noch. Hast du es noch? Nee, aber ich kann es nochmal aufrufen. Ja, okay, das lädt nämlich hier. Ich hab voll das schläfrische Bild noch, wo du schläfst. Oh, ne, dann brauche ich gar nicht erst weiterlaufen, weil das ist ja schon 10 Minuten her fast. Ne, ist egal, das macht nichts. Lauf mal weiter, ich gucke mir so ein Video an, wunderbar, das kriege ich raus. Genau deswegen sind wir ja, deswegen machen wir das ja, um zu sehen, was ist los. Was geht denn hier ab? Was geht denn ab? Hat er einfach geschlafen oder was war los? Mal gucken, was gibt's hier? Javelin, Breit. Ist ein Javelin? Ist aber kein Raketenwerfer, oder? weiß nicht. Kann sein, ich weiß nicht. So, okay, gehen wir mal weiter, ne? Hier gibt's nichts weiter zu holen. Ja, das wär sehr hart. Hardcore. Oh. Oh, Kampf auf der Brücke. Schlange. Okay. Easy, let's go. Kampf. Geil, fehl. Fight. Schlange Guy. 5 HP abgezogen, verdammte Axt. Aber Guy ist nicht mehr vergiftet. Entweder lag es jetzt am Schlafen oder er wird nach dem Ende des Kampfes entgiftet automatisch. Ja, kein Effekt, ey. Voll dumm. Schlange, hau. Ja. Puff. 15 HP, Schlange starb. Okay. Kampf. Ganz viel Kampf. Kampf. Mach mir den Kampf. Oh, Guy, du bist dumm. Du musst doch mal der Schlange ausweichen. Schlange starb. Mhm. Dass sie alle mit Nachnamen Starb heißen. Ja. Guy Strength hoch. Dün. So, müssen wir jetzt hier lang gehen? Nach der Brücke nach oben oder nach unten? Ja, versuch's mal noch so ein bisschen herauszufinden, weil ich suche nämlich. Oh, jetzt kommen neue Gegner. Kobolde. 3 Stück an der Zahl. Ich werde dir sagen, sobald ich endlich weiß, wo es lang geht. Okay. Guy, Fehl. Achso, Guy wird angegriffen. Fehlschlag. Guy greift Kobold an, 32 HP abgezogen. Voll krass, ey.
Guy fehl. Also, da steht immer da Kobold, jetzt steht da Maria Kobold, kein Effekt, heißt Maria hat Kobold angegriffen, kein Effekt. Ne? Und so ist es auch, wenn die Gegner angreifen. Da steht jetzt dann nämlich da, Kampf. Und zwar Maria greift Kobold an, 4 HP abgezogen. Okay. Und Kobold greift Guy an und ist fehlgeschlagen. So heißt das, so muss man diesen Screen lesen. No? Kobold starb. Kobold starb. Hast du jetzt inzwischen wieder ein Bild? Ja, nein. Aber das macht nichts, weil ich ja immer noch dir sagen möchte, wo du lang musst. Ach so. Das habe ich auch. Es ist unglaublich, aber es ist... Unglaublich, aber wahr. Endlich kann ich sagen, du guckst ja nebenbei noch bestimmt irgendwo ein YouTube-Video, ja, ein Walkthrough. Nee, leider nicht. ich suche was Schriftliches. Gamefacts.com. Nee, du wirst kaum glauben, da gibt's nichts. Echt nicht? Nee. Ich hab doch da Walkthroughs gefunden. 4, 5 Stück sogar. Nee. Voll viel Geld. So, ich geh einfach nach oben, ist mir egal. Nee. Da liegst du falsch, glaub mal. Mit nach unten laufen sollen? Oder meinst du jetzt, ich liege falsch mit nach oben laufen, oder? Achso, nee. Lauf erstmal irgendwo lang, aber lauf auf jeden Fall. Mache immer auf der Karte definitiv Saves, weil es kann ja jederzeit passieren, dass dann... Oh ja, gut, dass du mich dran erinnerst. Dass hier ein Game-Breaking-Bug kommt oder ein Game-Breaking-Gegner? Game-Breaking-Gegner. Oh Mann. Ja. Kobold, hau ihn dort. Er ist kaputt. Ich würde ja gerne jetzt inzwischen doch mal die Geschwindigkeit hochschrauben von der Schrift, aber also ich drücke auch ständig, dass es schneller weitergeht, aber es geht nicht schneller weiter, wenn ich drücke. Ja. Wir tun auf jeden Fall auch mal befiegt. Sofern es möglich ist, vorspulen, auch nur sofern es möglich ist. So, ich habe ein Safe State mal angelegt, ja. Jetzt benutze ich mal die Speicherfunktion. Welche Nummer? Sehr. 1, 2, 3, 4. Nummer 1. Oh, endlich. Das Spiel endlich. Wurde gespeichert. Gute Reise. Endlich, ich habe eine Lösung gefunden. Gut. Wir können quasi anfangen, also. Oh, hier ist ein Schloss, hier ist ein Schloss. Weißt du was? Ich mache einfach einen Geschichtenerzähler. Oh ja. Du hörst einfach, lauschst und wenn du was bei deinem komischen... Ach Quatsch, wenn du da irgendwas siehst im Video, dann musst du sagen, okay? Und ich lese einfach vor. Okay, lies mal vor. Oh, Geist wieder vergiftet, die dumme Säue. Naja. Also, soweit zum Prolog. Bei ihrem Versuch, aus dem eroberten Finn zu fliehen, und jetzt haltet euch fest, diese Lösung ist von Phoenix Down. Ach was, vom Patch-Ersteller. Aus dem eroberten Finn zu fliehen, werden die 4 von Paramex Rittern angegriffen und überwältigt. Ja, das hatten wir vor uns. Das war quasi das Intro. Firionel erwacht einige Zeit später in der Stadt Altea. Wo wir jetzt nicht mehr sind, aber waren. Ja, das ist passiert. Ja. Das ist im ersten Part alles passiert, was wir hier haben. Genau, alles im ersten Part, genau. Wir tun mal Rückblende machen. Wie er erfährt, haben Sarah, die Prinzessin von Finn, und der Heiler Min auf ihrer Flucht aus Finn, Frionell und seine Freunde aufgelesen und nach Altea gebracht. Also, die Freunde, nachdem aufgewacht. Das ist wieder so ein Schiff, Mann. Was ist das für ein Schiff? Keine Ahnung. Jetzt gehe ich in ein Dorf. Oh, hier ist ein fieser, böser Magier. Rebellen. Oh, Rebellen. Jetzt habe ich hier so einen Typi angeklickt, der fuck. Wache. Ich habe eine Wache angeklickt. Ja. Auf jeden Fall wurden die Freunde nach Altea gebracht. Gut, da haben wir uns ja auch wiedergefunden. Was? Gegner? Böser Gegner? Ganz böser Gegner? Er hat 333 HP Schaden gemacht. Gut, dann bist du jetzt an einer Stelle, wo du noch nicht sein solltest. Vermutlich. Ich versuche zu flüchten, aber es gelingt mir nicht. Entweder gelingt es dir oder wir haben ja sicherlich ein Safe-Set vorgemacht. Ja, ich werde den gleich mal direkt laden, P. Ja, genau, das ist schneller. So, auf jeden Fall wurden die nach Altea gebracht, die Freunde, und da bist du auch aufgewacht. Und während Guy und Maria ihn bereits erwarten, stellt sich jedoch heraus, dass Leonard verschwunden ist. Im Thronsaal erfahrt ihr, dass sich unter Sarahs Führung in Altea eine Rebellenorganisation gebildet hat, die versucht, den Kaiser Paramex zu vernichten. Nachdem der König von Finn bei dem Angriffen tödlich verletzt wurde, ohne zu zögern, schließt ihr euch den Rebellen an und erfahrt von Sarah deren geheimen Losung Windrose, die Wappenblume Finns. Ja, das hat man im ersten Part, das stimmt. Und muss schon sagen,
Also du hast dich den Rebellen angeschlossen, das klingt so ein bisschen nach Final Fantasy 7 und die Avalanche. Hm. Aber gut, als erste Mission trägt Sarah euch auf, nach Finn zurückzugehen. Hast du gehört? Als erste Mission trägt Sarah euch auf, nach Finn zurückzukehren. Ja, das suche ich ja gerade. Um dort nach dem Rechten zu sehen und herauszufinden, was aus ihrem Verlobten Scott geworden ist. Wie ist wieder so ein Schiff? Aber ich komme nicht ran. Okay. In Altea trefft ihr außerdem auf den Meister Die Paul, den habt ihr gesehen, sowie Prinz Gordon von Kaschun. Ja, wo liegt denn jetzt Bruder... Fiore, ne, wo wir hingehen wollen sollen? Das kriege ich gleich raus, das kriege ich gleich raus. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Aber in Altea haben wir getroffen, den Paul haben wir da getroffen, das stimmt, und den Gordon haben wir getroffen. Und den Bruder von Scott. Im Zauberladen von Altea solltet ihr euch mit den Basiszaubern Feuer, Eis, Blitz und Heilen eindecken. Am besten für jeden Charakter. Echt? Soll ich jetzt mal zurückgehen? Ja, mache ich mal. Weil ohne Zauber kommen wir eh nicht weit. Das ist so. Wir haben hier noch so ein klassisches RPG, wo man wirklich alles mitnehmen muss an Zauber, um weiterzukommen. Das heißt, wir gehen nochmal zurück nach Altea. Ich weiß nicht, wo ich überhaupt bin. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier schon Frameskip. Beim Kämpfen. Ja, das ist schon mal gut. Das kannst du schon mal dran gewinnen. Warte, ich geh jetzt nochmal Schliefi. Ich bin auf dem rechten Weg. Ich hab gleich eine Map vor meinen Augen, dann kann ich genau sagen, wo es lang geht. So, jetzt bin ich wieder in der zweiten Stadt. I have a map. I have a map mit all you, mit allen drauf, ja. So, Schlafi. Du bist jetzt wo? Im Inn von irgendeiner zweiten Stadt. Warte, ich spreche mal den Jungen an, der hat mir gesagt, wo ich bin. Guten Tag, wo bin ich denn hier? Das ist in Gatea bin ich. Ach, Gatea, da bist du. Ah ja, okay, ich weiß, wo du bist. Gatea. Getrea. Vegeta. Getrea bist du, ja. Und du, wir wollen jetzt wohin nach Altea? Ja, wir wollen zurück und ich muss jetzt einfach bloß den Weg hier nach unten zurückfolgen. Laufe den Fluss entlang nach unten, würde ich dir sagen. Jetzt gucke ich auch mal rein mit, weil... Das ist ja jetzt. Die Geschichtsstunde ist jetzt erstmal beendet, bis wir die Zauber haben. So. Aber was haben jetzt diese fliegenden Schiffe zu bedeuten? Ich bin jetzt zum ersten Mal wieder im Video, das heißt, ich sehe zum ersten Mal irgendwas, aber momentan sehe ich noch einen Wald und ja. Nee, wir haben jetzt gerade einen Kampf gemacht. Also das muss bei dir extrem verzögert sein. Jetzt gehe ich gerade zurück, jetzt bin ich in Altea. Jetzt lädt's, ja. Altea bist du dort, genau. Da ist der Meisterdieb. Ja, genau, den haben wir. Was soll ich jetzt mit Magie kaufen? Zum Magie kaufen? Ja, wir gehen in den Zauberladen rein und kaufen uns fette Eis-Heil-Magie. Alles, was Magie gibt. Fette Eis-Heil-Magie. Also, das ist der Objektladen dort. Ah, da unten ist er. Ah, Magic. The Magic, the Gathering. This is Magic. Guten Tag. Ich kaufe mir jetzt. Oh, ich habe aber nicht genug Geld für alles. Kauft ihr? Oh ja, wir sollten aber alles mitnehmen. Also, einmal. Sollen wir jetzt hier erstmal einen Arsch voll trainieren gehen oder was? Ja, sowieso. Also nehme ich mir das Heil. Ja, das ist erstmal gut, ja. Muss ich den jetzt dreimal kaufen, damit den jeder haben kann? Nein, ich glaube nicht. Wir probieren es aus. So, Menü. Ja, uns auch, ja. Objekte. Nimm mal. Heil, Zauber. Blub, benutzen auf. Ah ja, okay. Wir müssen uns ja sowieso entscheiden. Ja genau, da kann die manchmal heilen. Jetzt ist es genau, weg, also muss ich es mir mehrmals kaufen. Ja, ist kein Problem. Guck mal, die anderen sind eh Kämpfer. Verstehst du, wie ich meine? Ja, aber es ist ja nicht schlecht, wenn jeder heilen kann. Ja, stimmt, heilen. Weil du weißt nie, wer immer down ist. Ja, genau. So. Nichts. Ups. Und die anderen, Feuer, Eis, kriegt alles Maria, weil die wird nämlich die böse... Feuer, Eishexe. Genau, die wird die böse Hexe. Von der Seite her passt es dann auch zu ihr. Die anderen brauchen im Grunde nur heilen, hast du recht. So, dann gehen wir zu trainieren. Jo, jetzt machen wir mal fix eine Raiden. Raiden? Farmen. Speichert? Genau, ja. Du bist hier unten quasi am Zipfel der Erde. So. Kriegt dann Arsch voll. Hier siehst du das Schiff? Naja, Tatsache. Ja, da kommen wir noch hin, aber das ist. Ja, das ist noch. Und wir sollen ja dann irgendwann nach Finn zurück, ne? Nach wohin? Nach Finn. Nach Finn. Ja, da warst du vielleicht genau um die Ecke, ne? Das ist genau neben Katea. Das ist genau dort gewesen. Ja, egal, das so, liebe Freunde, das könnte jetzt einen Moment dauern. Ich weiß nicht, machen wir das jetzt offscreen? Ach nein, komm, das können wir jetzt einmal kurz mitnehmen. Warte auf, wir spulen ja auch. Wir holen ja bloß ein paar Chills. Das geht schon. Da können wir voll abchillen. Guck mal, abchillen.
Ne, da können wir abgillen. Sag mal, kann ich den Frameskip auf eine andere Taste legen bei dem Emu? Ja, geht alles. Keine Angst, wir sind noch gucken, dass ich das mache. Keine Angst, wir sind auch noch ein paar Stunden drüber bei dem LP von der Seite. Ne, bei Input. Input? Input? Input. Put-put. Input. Output. Put-put. Gamepad, Configure, Auto-Hold. Okay, so. Ach nee, Quatsch, du willst ja vorspulen, ne? Das ist dann wieder. Nee, ist dann nicht Input. Entschuldigung. Das war dann wieder woanders. Bei Timing ist es nicht. Nee. Das ist dann, wenn bei. Warte. Oben bei Direct. Nee, Quatsch. Ah, hier. Da. Turbo-Tab. Nice. Turbo-Tab. Press the key. Ich press the key. You have the key. Scheiße, ich kann es nicht auf. Ich kann es nicht auf den Controller legen. Ach, das ist doch doof. Das wäre geil. Das war jetzt mein Ziel eigentlich, ne? So, ne, dann ist es eh egal, ne? Na gut, okay, Leute, wir machen jetzt hier noch ein bisschen Labeln. Labeln? Was ist denn das? Ist das Berg da drüben? Das weiß er ja, ne? Ja, könnte sein. Oh, du bist fast hin. Du musst mal wieder. Schlaf ihn. Healing. Oh, da ist das Schiff. Ja, Sleeping. Weil ich habe auch schon 1000 Schilde, oder? Naja, ich nehme auch einmal an, dass wir das nicht haben. Ich weiß nicht. 200, guck mal, haben wir ungefähr 100 Gil gut gemacht unterwegs. Das geht eigentlich, ne? Wir werden ja auch besser mit der Zeit. Ja, wir sind einfach geil mit der Zeit. Ich muss mir vorstellen, als Training-Tipp, als Trainingstipp wurde hier angegeben, am Anfang soll man erstmal die ganze Magie auf einen selbst anwenden, also wie Feuer und so. Echt? Dass die quasi ihre, ja, cool. Dass die quasi HP schnell kriegen erstmal. Dass sie erstmal hochgehen, weißt du, ich meine? Okay. Voll crazy eigentlich, ne? Sich selbst attackieren, damit es hochgeht. Da tun die quasi HP kriegen und robust werden die dann, also robust. Aha. Okay. Ist voll der Trick, aber. Das ist ja voll der Glitch schon fast, ja. Naja, oder vielleicht ist es auch im Design so vorgesehen. Nee, ach Quatsch, sich selbst angreifen. Ja doch, wenn du die Möglichkeit hast, wirklich alles anzugreifen, warum sollte man das dann nicht nutzen? Naja, stimmt schon. Ja. Sag mal, wieso ist denn der, hängt da immer da unten so auf dem Boden? Ist der vergiftet oder ja. Oh, das Schiff. Alter, ich hab's gerade gesehen. Und, kannst rein? So, warte mal, da machen wir jetzt hier mal Magie. Und auf jeden Fall ein Safe-Stat, ne? Und so. Ja, das werde ich auch gleich tun. Also, nicht im Kampf. Im Kampf ist es wegen Scheiße. Ich will mal gucken, wie das Heilen aussieht, weißt du? Achso, okay, cool. Schlange flieht, ne? Die ist ja dumm. Wespe flieht. Besonders wie? Ja, guck mal, so wie das flieht. Ja, ich weiß. Ja, die fliegen geil. Genauso, wie sie sterben. Flieht. Nee, das flieht. Hast du nicht mal angeguckt, wie das aussieht? Ah. Das IE. Das hat er reingepatcht. Echt, ja? Das habe ich nicht gesehen. Naja, das IE, das, weil es zu eng war im Rum. Ach so. Ich weiß ja, wie es im Rum ist. Ich hab den ganzen Text ja schon vor mir liegen. So. Das ist ja auch komprimierter Text, muss man dazu sagen. Und also, das ist kann schon ich ganz mir vorstellen, weil es ist auch relativ viel Text, um dann auf einer NES-Cartridge zu packen. Eigentlich nicht. Wie viel Platz hatte man auf so einer NES-Cartridge? 600 oh. Kilobyte? Irgend sowas, ja. Also nicht viel. Höchstens 1000. Ein also Mbit nicht, vielleicht, also, ja. Ja, ein Mbit, ja. Ja, ein Mbit. Kommt hin, ja, ein Mbit. Mehr definitiv. Schon krass. Also wenn überhaupt, dann müssen wir mal gucken. Aber wieso ist denn der Guy ständig am Boden? Weil er vergiftet ist. Guck, jetzt ist er normal. Ach ja, genau. Ach, die vergiften ihn immer, ja, die genau. Arschlöcher. Hier, siehst du es bei Fleet unten? Hast du gesehen? Nee. Scheiße, bitte nicht. Muss man drauf achten, bei IE da, dann. Ja, ja. Cool, IEH als einen Buchstaben. Ja, ja. Das ist cool. Ist mir gar nicht aufgefallen. Sieht aus wie echt. Ja. Nee. Da hat er viel Zeug gemacht, das denkst du. Guck mal, wie das Wasser aussieht. Wenn ich jetzt hier Frameskip mache, ey, sieht voll. Oh. Muss erstmal kämpfen. Und dann gucken wir uns jetzt mal kurz das Wasser an, wie schön das aussieht. Wie schön animiert. Ist nicht toll? Ja. Ist wunderschön. So. Wunderschön. Aufgezeichnet. Safe Step. Yes. So, Freunde, dann sind wir auch schon wieder fast dran hier mit dem Part. Echt? Mhm. Wie viel Chill haben wir denn an dem Part verdient? Wir haben 400. Wow, wieder. Cool. Also es reicht jetzt für ungefähr einmal schlafen und einen Zauber kaufen, aber ich würde noch ein bisschen weiter. Und dann noch zwei Zauber brauchen wir dann noch. Ich werde jetzt immer noch einen Kampf machen und dann beenden wir diesen Part an diese Stelle. Yay, yeah, so machen wir es. Voll geil. Wir sind ultra krass.
Oh, jetzt gab es mega Level dabei. Im neuen Part werden wir euch die Zauber dann zeigen. Genau. Yeah. Freut euch. Und sieht jetzt nämlich folgendermaßen aus. Ich drücke jetzt hier auf Speichern. Gute Reise, vielen Dank. Und mache jetzt aber auch noch ein Safe Step. So Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 2 für das NES, für den NES. Wie, das kommt auf die Region an, ja? An bestimmten Stellen Deutschlands sagt man das NES und an anderen Stellen sagt man der NES. Aber man sagt auf keinen Fall die NES. Doch, manche sagen bestimmt auch die NES, weil sie damit meinen Konsole. Okay, los jetzt. Ja, also macht's gut, bis dahin und schausen. Schausen.